Ich nehme das einfach mal auf. Wir greifen Fort Windkreis an, weil es wird von den Marodeuren. Komm ich da rein. So. Haha, gehalten. Ich habe das Verb vergessen. Es wird von den Marodeuren gehalten. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich mach's gut. Ich blocke einfach mal. Im Moment mache ich nichts, außer den Schild hochhalten und hier in dem Feld stehen. Und Tonprobleme haben. Ich beanspruche das Dingens hier. Redbeard, Wolfi, komm doch mal her. Nein, ich habe gerade einen Piranha geangelt. Einen was? Einen Piranha. Du sollst keine Piranhas angeln. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss in dem Vor. Kann mir das mal einer sagen? Ich war einfach nur im Kreis stehen und warten, bis er grün wird. Da kommt jetzt einer hoch. Ich werde ihn anstürmen, wenn er hochkommt. Das sind alles Fernkämpfer hier. Da ist auch noch einer. Der haut ab. So ein feiger Hund. Ich gehe wieder in die Mitte. Ich beanspruche den Kontrollpunkt. Mein erster Ausflug in Sachen PvP. Also so wie ich es gesehen habe, muss man wirklich nur in der Mitte stehen und den Kreis halten, oder wie? Mhm. Ist ja einfach. Ich bin so ein PvP-Held. Das dauert ja ewig. Mal gucke, der Kreis ja, er bewegt sich, er dehnt sich aus, auch wenn er das sehr, sehr langsam tut. Wenn da mehrere drin sind, geht's schneller. Ja. Fort Windkreis wird angegriffen. Ja, von uns. Was ist das für eine Meldung? Ja, das ist eine Meldung für die Feinde. Warum krieg ich die? So, kann mal einer hier reinkommen und los. So wie ich das gesehen habe, sobald alle den Kreis verlassen haben, geht's wieder zurück. Also sollte mindestens immer einer im Kreis bleiben, auch wenn die anderen jetzt hier gerade wild im Vor herumrennen und Feinde töten. Ja. Gut zu wissen. Mhm. Was macht denn der da? Ich als Tanks mit einer Tankskillung, weißt du? Auf Ausdauer gebufft hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier drinnen mache. Außer gut aussehen. Eigentlich musst du da irgendeinen Fernkämpfer rein. Naja, die im PvP, die sind glaube ich alle Fernkämpfer. Die stellen sich nämlich oben auf die Balustrade und metzeln dann alles nieder, was hier unten steht. Aber immerhin kann ich ein Schild hochhalten und so aussehen, als ob du was tust. Ja, richtig. Stunden später, jetzt stehen wir hier zu zweit. Also der Großteil der Spieler rennt panisch im Vor herum und metzelt irgendwen nieder. Nee, keine Ahnung, wo die jetzt alle sind. Während wir, also ich und ein anderer, gerade in dem Kreis stehen und ihn im Schneckentempo zunehmen lassen. Wenn jetzt hier ein Proxor-Spieler reinkommt, der was von PvP versteht, sind wir beide tot. So. Zwei Drittel haben wir. Dim, 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 dim. Ich halte die Stellung. Braucht man einen Tank im PvP? Nee, ne? Gut, du kriegst ihn nicht tot, aber er kriegt auch nichts tot. Zur Ablenkung ist er bestimmt praktisch. So, jetzt haben wir einen dritten im Kreis. Nee, der rannte nur durch den Kreis. Ist schon wieder raus. Alles gut. Warum hilft keiner? Also warum stehen wir alleine im Kreis? Wir haben jetzt also noch 20% circa. Noch, na, ich würde sagen 10%. Keine Ahnung, kann man schwer sagen. Jetzt rennt der auch raus und ich stehe alleine drinne. Jetzt kommt der nächste wieder rein. Alles cool. Ist wie abklatschen. Mhm.
So. Und. Und. Ne? Komm schon. Unser Vor. Fraktionskontrolle. Fort Windkreis wurde durch das Syndikat beansprucht. So. Gut. Und nun? Verteidige den Kontrollpunkt. Welchen Kontrollpunkt? Da, wo du drin stehst. Ja, den brauche ich nicht verteidigen. Ist doch keiner da. Der ist ja gut. Bleib doch jetzt nicht hier stehen. Also ich würde sagen, ich habe erfolgreich PvP gemacht. Na, eigentlich habe ich nichts gemacht. Ich bin nur in den Kreis und habe die anderen killen lassen. Die anderen killen lassen. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Was ist denn hier? Hier gibt es eine Rüstungsschmiede. Kein öffentlicher Zugang. Warum nicht? In dem Vor gibt es eine Rüstungsschmiede. Da darf man aber nicht ran. Im Grund. Kann das sein, dass das nur die Fraktion machen darf, die das vorhat? Kann auch sein, dass das nur in Gildenkriegen ist. Sieht so aus. Rüstungsschmiede. Naja, da darf man offenbar nicht ran. Gut, ich glaube, ich kann jetzt hier wieder raus. War schön, mal hier gewesen zu sein. Ich habe mal ein Vor eingenommen. Für die Leute, die nicht wissen, welches, das da. Oh, ich bin hier gerade. Störung, erbeute, vernichte Rohstoffe. Das sind PvP-Quests, die kann ich im Prinzip auch mal machen. Bin heute mal auf PvP ausgelegt. Wird bestimmt gut klappen. Wird so gar nicht klappen. Genau genommen würde furchtbar schief gehen. Wieso ja nicht, was ich da machen muss. Jetzt habe ich schon wieder den Bug, dass mein Questlog weg ist und dass ich ein Tonproblem habe. Aber ich versuche jetzt mal das Tonproblem zu ignorieren. Ich bloß wüsste, was ich da machen soll. Nehmen wir eine Haupthandlung, Fraktionsmission. Ich soll besiege Schluckschmutz. Nee, beschaffe Experimentalresultate. Ich habe keine Ahnung. Halte die Stellung und bleib am Leben. Vernichte Wölfe. Hä? Das ist eine PvP-Mission, vernichte Wölfe. Warum habe ich denn jetzt Tonstörungen? Ich habe so schön PvP gemacht. Du bist ja ein Wolf, oder? Tatsache. Warum ist Wölfe vernichten eine PvP-Mission? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, sind die unteren drei PvP-Missionen. Das heißt, man kann... man kann die nur mit PvP machen. Das heißt, es sind PvE-Missionen, aber als Voraussetzung muss man sich als PvP flaggen. Alles klar. Bisschen merkwürdig, aber gut. Ja, das werden dann wohl Missionen sein, die andere Fraktionen auch haben. Und dann hast du natürlich... Die Popo-Karte. Da ist auch noch ein PvP-Funktion. Ja. Der Gag ist, der rannte gerade an mir vorbei, als interessiert ihn das gar nicht, dass ich PvP anhabe. Und haut auch nur Wölfe um. Interessant. Das heißt auf gut Deutsch, man kann auch zusammen PvE in der PvP-Mission machen. Wieder was ihr lernt. So. Wie lange tue ich den Zuschauern diesen Tonausfall an? Also dieses Tongestotter? Bis du die Aufnahme beendest. Das ist richtig. Wir sind aber auch keine Wölfe. Warte mal. Wird mich gleich einer umhauen, während ich hier im Questlog rumwurschle. Erschlage Kaninchen war es definitiv nicht. Vernichte Wölfe. Beschaffe Experimentier irgendwas. Und Räuchelmord. Okay.
Gehen wir mal darüber. Vielleicht begegne ich noch einen Wolf. Da kommt der nächste Spieler, der ist wahrscheinlich auch PvP. Und? Bist du ein böser Lümmel? Nein, bist kein böser Lümmel. Alles keine bösen Lümmel. Ich habe einen Wolf gehört. Ey, das ist mein Wolf! Mann! Der PvP hat meinen Sound kaputt gemacht. Das ist schlimm. Naja. Geh mal kurz zu der 5 rüber. Was müssen wir da machen? Ah, da muss ich was plündern. Okay, das kriege ich hin. Habe ich das nicht schon früher gemacht? Ist total einfach, die PvP-Mission. Ist total Banane. Lege den in einen Spind in Grenzmauer. Was? Okay. Ah, mein Questlog ist wieder da. Eben war es weg, jetzt ist wieder da. Alles cool. Ein Wolf. Guten Tag, Herr Wolf. So, also alles gut, bis auf den Thron. Den hätte ich auch gerne wieder. Oh, Wolfsblut. So, wir brauchen noch zwei Wölfe. Dann hätten wir das auch geschafft. Ich hab Platinbahn bekommen aus einer Kiste. Platin heißt das Zeug. Platin. Teufel nochmal. Und Saphir. Saphir. Ja. Du bist auch so ein Saphir. Saphir. So. Ich brauche noch zwei Wölfe. Teufel, die Waldweh. Warte mal. Wölfe soll ich töten? Besiege Schluckschmutz. Stolz von... Nee, das ist woanders. Irgendwo müsste noch ein Läuterer besiege Gebiete, nein, besiege, nein. Meuchelmord, nein. Wo ist denn der, die dritte PvP? Jage Kaninchen. Nee. War nicht. Das ist die dritte PvP-Mission. Ich hab keine Ahnung. Da ist irgendwo noch ein Wolf. Ich hab ihn gehört. Wo ist denn die dumme Töle? Das ist kein Wolf. Oh, diese Tonaussetzer. Seitdem ich im Vor war. Also es tut mir leid an die Zuschauer, da müsst ihr jetzt mit leben. Ich will die PvP-Mission jetzt zu Ende machen. Sonst heult der Wolfi wieder rum. Frage ist, wie willst du jetzt beheben? Naja, da werde ich einen Neustart machen, da werde ich wieder 5 Stunden in der Warteschlange verbringen und versteht er? Mhm. Ist das eine gute Lösung? Nö. Doch, doch, doch. Muss da irgendwo Wölfe sein. Immer Fall, die Suchenden. Oh, wo ist denn der blöde Wolf? Zwei Wölfe brauche ich noch. Renn dafür immer noch im PvP-Gebiet. Also eigentlich PvP-Gebiet gibt es ja nicht, aber renne PvP-gefleckt hier rum. Keine Wölfe weit und breit. Da unten ist einer. Meiner. Erstmal eine verzimmern.
Erstmal Wölfchen Nummer 3. Einen noch, dann können wir uns hier verdünnisieren. Oh, ein PvP-Mensch. Nein, der will mich angreifen. Ja, schießt du nur. Bis deine Munition alle ist. Ja, mach nur. Ist okay. Ja, ja. Das Schöne ist ja, ich stehe jetzt mit dem Schild auf Distanz. Und er versucht mich umzubringen, was natürlich nicht klappt, weil der Schild blockt natürlich sämtlichen Schaden. Ich komme aber auch nicht an ihn ran, weil ich zu langsam bin. Das heißt, wir haben jetzt eine Pattsituation. Hui, jetzt haben sie mich. Shit. Verdammt, sie haben mich. Sie wollen mich töten. Nein. Wollen mich. Sie sind zu dritt. Pam pam! Jetzt haben sie mich umgehauen. Sie waren doch ein bisschen mehr als zu dritt. Ich glaube, es waren ja so 4 oder 5. So, wenn ich jetzt Glück habe, ist aber jetzt mein Tonproblem weg. Ich muss noch einen Wolf töten in der Gegend. Das ist mein Problem. Warte mal, wo war denn der... Oh, das Vor ist wieder umkämpft. Ab ins Vor. Nein. Das Geniale ist, die Leute, die jetzt gerade PvP machen wollen... Die rennen an mir vorbei in Richtung Vor, obwohl wir Feinde sind. Weil sie natürlich alle ins Vor wollen. Kann das sein, dass der PvP-Quest scheitert, wenn man getötet wird? Das deucht mir so. Das weiß ich nicht. Noch nie PvP gemacht. Attacke! Gibt's so nett. Wir halten, Ja, komm ruhig her. Ruff, ruff, ruff. Ich meuchel ihn. Oh, da ist einer hinter mir. Der will mir Böses. Der wollte mir Böses. Nächste Siedlung. Schade. Okay. Warte mal, Zeltlager geht doch. Warum kann ich da nicht... Achso, da muss ich in 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden... Also PvP ist jetzt nicht so einfach, wie man... Wie alle denken. Nein. Aber was jetzt natürlich schade ist, dass diese... Dass die PvP-Mission offenbar scheitert, wenn man getötet wird. Weil die Quest mit den Wölfen habe ich nicht mehr. Nee, ist weg. Auch mal wieder ein Stück schlauer geworden. Redbeard, Wolfi, wir brauchen euch. Hier, PvP und so. Ich und PvP, bist du sicher? Attacke, da ist einer tot. Haha. Nein, nein, nicht auf mich schießen. Also als Tank taugst du so gar nichts. Ja, ja, schieß ruhig, ist okay. Immer schön schießen. Solange sie auf mich schießen, schießen sie nicht auf den Damage-Dealer. Cool. Also als Tank kannst du echt die... Kannst du echt die Fernkämpfer schützen. Gut, du hast gegen die Damage-Dealer trotzdem keine Chance, aber hey. Mann, ihr beiden, ihr seid aber auch keine Hilfe. Ja, wen, wenn ich in der Warteschlange sitze? Wie soll man denn da auch helfen? Also, Fazit als Tank ins PvP ist nicht okay. Sollen wir noch einmal probieren? Na komm, einmal noch am Zeltlager.
Vor allem als Nahkämpfer. Ich habe keinen einzigen... Na gut, der eine, der mich jetzt gerade umgenietet hat, war ein Nahkämpfer. Das Syndikat organisiert aber auch keine Verteidigung. Was zum Henker kommt denn hier geflogen? Die Superman. Ja, nein, die haben Katapulte. Achso, ich dachte, der Superman kommt angeflogen. Sag mal, was haben die denn für eine Reichweite, bitte? Ich gehe. Nein! Nicht auf den Armfleck schießen. PvP ist nicht okay. Ich warte, bis die Verstärkung da ist. Im Busch sieht mich keiner. Was sollte man nicht tun, wenn man sich im Busch versteckt? Aufstehen? Nee, den Busch abernten. Ich dachte, sowas wäre klar. Ah ja. Jetzt stehe ich hier vor dem Tor und fange an zu farmen. Ist auch eine tolle Idee. Ja, da fällt mal weniger auf. Ja, ja. Bis auf das rote Signal über meinem Kopf. Ja. Jetzt bleib doch mal stehen, Fried. Haha, mein erster Sieg. Jawohl. Wir haben wen umgebracht. Was sich aber gleich wieder ändern wird, keine Sorge. Zack, hat sich relativiert. Da kam die Meute an. Acht Leute. Ah, schön ist es. Heidenspaß, Redbeard. Das glaube ich. So, soll ich da nochmal? Nein, komm. War lustig genug. Hatte viel Schönes. Wir haben alle gelacht. So. Mal das PvP wieder aus, weil wir in der Stadt sind. Zack. Guck mal, haben wir irgendwas gekriegt für den Spaß? Nee, ne? Nee. Was ich ja, also das finde ich echt schade, dass der Quest scheitert, wenn man... Es ist sehr schön, gucke nochmal nach, um ganz sicher zu sein. Stabilisation. Beschaffe wichtige... Ja. Der Quest scheitert, wenn er... wenn man gekillt wird. Okay. Bedenklich, muss man sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war der Ausflug ins PvP. Weiter geht's in der Instanz C. Hahaha. Bis denn.